Hallihallo und willkommen zurück zu theoretischer Informatik, Binärsystem, Binärzahlen. Ja, dieses Mal wollen wir uns mit negativen Zahlen befassen, denn bisher hatten wir die einfach nur als einfach eine Zahl mit einem Minus vorne dran und dann sowas hier. Die können natürlich im Computer nicht mit einem Minus vorne dran dargestellt werden, sondern werden immer mit einem einzelnen Bit, also mit einer einzelnen Ziffer hier dargestellt, ob sie positiv oder negativ sind. Ja, zum Darstellen von negativen Zahlen hat man natürlich dann automatisch mehrere Möglichkeiten. Man kann einfach sagen, okay, wir haben eine Binärzahl, sagen wir mal, wir haben die Binärzahl 5 und haben 4 Bits dafür. Und wir sagen, wir haben plus 5, dann schreiben wir hier eine 0 hin, das heißt, das Vorzeichen ist positiv. Also dann schreibe ich mir hier gerade so, ist 5. Aber wenn wir sagen, wir haben vorne dran noch ein Bit für das Vorzeichen, dann haben wir so minus 5. Ja, also hat man hier eben ein Bit einfach als Vorzeichen deklariert. Wenn es 1 ist, dann haben wir eine negative Zahl. Wenn es 0 ist, dann haben wir eine positive Zahl. Muss man wissen, sonst kann man nicht richtig damit umgehen. Man macht dann hier so quasi gedanklich einen Trennstrich hin, weil diese Zahl vorne dran, die gehört ja eigentlich nicht mehr zur Zahl dazu. Ich meine, eine 1, 1, 0, 1 ist deutlich was anderes wie eine 5 oder sogar eine minus 5. Muss man also wissen. Das Ganze nennt sich Betrag-Vorzeichen-Darstellung. Ist eigentlich eher in der Theorie üblich, macht man in der Praxis eigentlich gar nicht mehr. Ja, schon eher wird dann, ich fange nochmal hier mit der 5 an, sowas hier. Also man hat trotzdem weiterhin eine führende 0 vorne, wenn es plus 5 ist. Die stört uns ja auch nicht. Man macht dann das Einer-Komplement. Ich schreibe es gerade mal hin. Einer-Komplement. So, warum kennt man, ist egal. Auf jeden Fall, wenn wir hier dieses Einer-Komplement darstellen wollen, dann nehmen wir uns einfach alle Zahlen und drehen die um. Also aus einer 0 wird eine 1, aus einer 1 wird eine 0, aus einer 0 wird eine 1, aus einer 1 wird eine 0. Und das ist dann minus 5. Gut, ich glaube, ich schreibe euch tatsächlich gerade nochmal die andere Darstellungen. Also ich mache hier mal diesen gedanklichen Trennstrich wieder rein. Und Betrag Vorzeichen war dann eben 101, das ist minus 5 in BVZ, BVZ. So, Betrag Vorzeichen heißt das Ganze dann. Und dann das hier ist im Einer-Komplement minus 5. Also ihr müsst ja immer wissen, was ihr quasi angeben müsst. Das sind ja schon deutlich unterschiedliche Sachen hier. Also ich meine, die Zahl wäre im BVZ minus 2 und im Einer-Komplement ist minus 5. Naja, okay. Und dann gibt es noch eine weitere Darstellung und die wählt man eigentlich immer, wenn man irgendwie was im Computer darstellen möchte. Also Integer sind immer so dargestellt, also weil man so halt die Möglichkeit hat, also im Einer-Komplement und im BVZ haben wir nämlich folgendes Problem. Ich zeige es euch gerade mal. 1, 0, 0, 0 ist in BVZ 0, denn minus 0 existiert nicht. Das hier wäre theoretisch minus und das hier wäre dann minus 0. So, im Einer-Komplement, wenn wir hier plus 0 haben und dann eine minus 0 draus machen, dann flippen wir alle Bits. Das heißt, wir haben hier 1, 1, 1, 1. Ja? Okay, das Problem ist, dadurch haben wir auch zwei Möglichkeiten, die 0 darzustellen. Also auch das wäre minus 0 und minus 0 existiert einfach nicht. Da kann man einfach plus 0 hinschreiben. Und deswegen ist es unnötig. Und was man sich deswegen gedacht hat, ist, man addiert einfach eine 1 dazu, bevor man dieses Komplement bildet. Also sagt man sich einfach, man nimmt diese minus 5 hier wieder, also 1, 0, 1, 0, was ja im Einer-Komplement minus 5 ist, und addiert einfach 1 drauf. Und das ist eigentlich auch schon der ganze Trick. Also wir sagen hier einfach plus 1. Und das ist jetzt minus 5 im Zweierkomplement ZK. So, und was man jetzt mit dem Zweierkomplement Cooles machen kann, ist wirklich faszinierend. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so designt wurde, dass das klappt oder dass es nicht klappt, aber was ihr jetzt erstmal wissen solltet, ist, dass man hier eben diese relativ gut unterscheiden kann und muss. So, und jetzt zeige ich euch was Cooles. Was ist jetzt nämlich mit der Subtraktion? Die Subtraktion ist ja im Prinzip,
Eine Addition von zwei Zahlen, von denen mindestens eine negativ ist, nämlich die zweite. Und ja, ich zeige es euch gerade mal, was passiert. Also man muss immer auffüllen, ne? Also wenn wir jetzt, hier ist es immer nur für 4-Bit-Zahlen gedacht, wenn wir 8-Bit-Zahlen haben und flippen, dann müssen hier überall, muss noch ergänzt werden mit Nullen, die dann überall auch geflippt werden. Also flippen heißt umdrehen, also Nullen werden zu Einsen. Ja, das nicht vergessen. Gut. Okay. Ja, also zur Subtraktion nochmal. Wir wollen zum Beispiel 0, 0, 1, 0. Also ich mache jetzt einfach mal ein anderes Beispiel hier, dass ihr auch ein bisschen Übung kriegt mit dem ganzen Umdrehen. 0, 0, 1, 0 minus 0, 1, 1, 0 darstellen. Okay? Gut. Und was wir jetzt hier machen, ist Folgendes. Wir sagen zuallererst mal, wir bilden das Zweierkomplement von dieser Zahl. Denn diese Zahl ist ja negativ. Hier steht ja ein Minus vorne dran. Also 0, 1, 0, 0 ist erstmal im Einerkomplement. Wo schreibe ich das jetzt hin? Ich schreibe es gerade mal hier unten drunter. Im Einerkomplement 1, 0, 0, 1. Also wir nehmen jetzt einfach mal an, es ist ein 4-Bit. Ja? Also haben wir im Zweierkomplement, wir addieren 1 drauf, also haben wir hier 1, 0 stehen. Das heißt, wir sind hier im Zweierkomplement. Gut. So, und jetzt kann man Folgendes machen. Also wir wissen ja hier, das hier ist 2 und hier steht minus, also minus steht hier und hier steht 6. So, wir wissen, 2 minus 6 ist minus 4. Okay, das ist Zweierkomplement hier. So, und jetzt sagen wir hier einfach, okay, das ist dasselbe wie 0, 0, 1, 0 plus 1, 0, 1, 0. Und wenn wir das jetzt addieren, kommt Folgendes raus. Wir addieren einfach wieder stellenweise. Also 1 plus 0, 1 plus 1, hier gibt es einen Überlauf. Das heißt, wir haben hier 1, 1, 0, 0. So, und was hierbei rausgekommen ist, ist Folgendes. Diese Zahl wieder als Zweierkomplement interpretiert. Naja, das heißt, wir müssen hier erstmal eins abziehen, bevor wir es ins Einerkomplement umwandeln können, bevor wir es im Einerkomplement haben. Das heißt, wir haben hier eine 1, 0, 1, 1 stehen. Im Einerkomplement. Ich schreibe hier gerade mal noch hin ZK für Zweierkomplement. Ist gleich. So, und wenn wir das jetzt umwandeln wieder, dann haben wir hier natürlich wieder ein Minus, weil hier vorne war diese 1. Immer wenn wir umwandeln, können wir eigentlich ein Minus vorne dran schreiben. Und dann haben wir 0, 0, 0, 1, 0, 0 als Binärzahl. Oder einfach mal hier so. Ich schreibe, upsala, ich schreibe das gerade mal so als Zweier hin. So, und dann sehen wir hier Minus, aha, minus 2. Okay. Und ja. Das ist der ganze Trick bei der Sache. Nicht 2, natürlich 4. Ja, hier, 4. Okay, und das heißt, wir können hier einfach ins Zweierkomplement die negative Zahl ins Zweierkomplement umwandeln, addieren und dann wieder zurück umwandeln in die Binärzahl mit dem Minus vorne dran, falls wir hier natürlich eine negative Zahl haben. Falls wir keine negative Zahl haben, können wir das Ganze einfach sein lassen, denn dann ist die Zahl schon in Binär. Also wenn wir jetzt hier stehen haben, sowas, dann kommt hier einfach 4 raus, okay? Also dann braucht man auch nichts zurück umwandeln, dann stimmt das einfach. Ja, so. Aber wenn wir hier eine negative Zahl haben, dann wandeln wir die erst vom Zweierkomplement ins Einerkomplement und dann in eine Binärzahl, indem wir alle Bits umdrehen und haben dann das richtige Ergebnis von unserer Subtraktion hier. Und so macht das nämlich auch der Computer. Das ist nämlich der Trick, warum der überhaupt keine Subtraktion kann. Der kann nämlich nur addieren. Ja, und das war auch schon alles, was ich euch in dem Video zeigen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr was nicht verstanden habt, schreibt mir wie immer einen Kommentar. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Da machen wir dann IEEE. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.